Mahlzeit, Servus, hier ist wieder Knochen, diesmal wieder mit einem Replay, einem coolen Replay vom Ostwind Flakpanzer. Kann gleich sagen, ich habe mehr Panzer abgeschossen als überhaupt Flugzeuge. Also bot sich einfach gut an hier, denn die Kombination mit dem Geschütz plus der Munition, die ich verwendet habe, also panzerbrechende Granaten und Sprenggranaten, überwiegend panzerbrechende Granaten, wie man hier auch sieht, schon angezeigt, hat sich doch bemerkt gemacht und ich habe ein Fahrzeug verloren, bin aber da rein, wie gesagt, 8 Kills, bin nicht der Erste gewesen, wir haben ziemlich gut abgeräumt hier. Das war auf jeden Fall unterhaltsam, kann man nicht anders sagen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob ich einen mit Artillerie weggeballert habe. Alles schon ein paar Tage her jetzt, aber ich versuche das jetzt hier eben noch irgendwie verhältnismäßig vernünftig zu kommentieren. So, normalerweise fahre ich ja einfach geradeaus dann, aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Und hier bot es sich schon wieder an. Upp. Wir können ja mal kurz. Was haben wir denn da? Wen habe ich da im Visier? Upp, da haut schon wieder ein weg. Und man sieht es ja auch, das ist einfach richtig geil. Jetzt gehen wir kurz zu ihr rüber hier. Ich glaube, den nehme ich nicht raus. Gut, ich muss mal wieder zu mir. Bobby. Jo, Bobby. So, da sieht man schon meine Geschosse die ganze Zeit. Meine Geschütze wollte ich sagen. Meine Geschosse die ganze Zeit. Hier bin ich. Und er schiebt den anderen weg. Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr reden. Ich weiß aber nicht genau, was ich sagen soll, weil im Moment passiert noch nicht viel hier. Der ist raus. Wir haben wieder Bobby, ne? Start. Ich campe hier ein bisschen, aber was soll ich auch anders machen? Let's see. Und das war nicht ich. Ich weiß, hier ist auch noch einer, genau, da werde ich jetzt auch noch aufgehen, glaube ich. Hm. Wenn ich nur wüsste, was ich selbst gemacht habe, das wäre schon ziemlich interessant. Erstmal wieder vorfahren. Genau, mach das mal richtig hier. Hier vorne war natürlich auch noch einer. Alexandre. Der war das aber nicht, ich bin ziemlich sicher. Der ist weg. Schade, ich wollte gerade noch hinklicken. Aber ihr seht, wie schnell ich da penetriert habe und wie schnell ich den Panzer auch so Gefecht gesetzt habe. Das ist einfach richtig geil eigentlich. Ich fahre gerne mit dem Flakpanzer hier, mit dem Ostwind. Ich frage mich nur, warum warte ich mal so lange? Ich irritiere mich selber jetzt gerade, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen so, als würde ich jetzt gerade spielen, aber ich gucke da die ganze Zeit, was sind da für Fahrzeuge, wo sind sie alle? Bap, 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 bap. Jetzt sieht man auch richtig, wie das abgeht. Das sieht natürlich schon richtig geil aus dieser Perspektive. Und unten werden die Punkte gezählt. Ausgeschaltet. Aber ich weiß nicht. What the fuck? Gut, Artillerie ist frei. Ich glaube, ich habe wirklich einen mit Artillerie auch noch weggefetzt. Wenn man mit so einem Panzer unterwegs ist, muss man natürlich zusehen, wie sehr ist der Gegner abgelenkt, wie sehr ist er beschäftigt. Im M10. Kriegt ordentlich was ab.
kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt müsste meine Zeit hier kommen. Aber er hält natürlich ein bisschen mehr aus. Oh ne, falls. Ich muss reparieren. Aber ich bin ja, wie man sieht, noch im Gefecht. Und ausgeschaltet. Jetzt hat man natürlich die Killcam nicht gesehen, aber für mich war es auch mal interessant. Ich wollte halt mal sehen, wie sieht das aus von der Seite? Wie sieht das von der Seite aus? Schade, dass man nicht sieht, wenn man zum Beispiel auf Richtschütze geht oder so, dass man auch dieselbe Ansicht hat oder so. Wahrscheinlich kann man das machen. Ich weiß nur nicht, wie man es macht. Wenn man es machen könnte. Ich bin tatsächlich auch einmal in der Luft. Come on. So, habe ich rausgenommen. Natürlich habe ich jetzt nur noch meine MGs. Ich glaube, die SPG könnte noch rausgehen damit. Achilles. Sieht eher nicht danach aus. Nö. Also ich weiß, wenn ich mich recht entsinne, ich werde einmal abgeschossen, als ich da oben stand, irgendwo, nachdem wir die schon so weit zurückgedrängt haben und ich nicht mehr reparieren konnte oder irgendwas. Oder ewig reparieren musste. Zack. Ist nicht viel, aber Treffer ist Treffer. Ich sehe gerade, unten wird gar nicht... Die Munition wird gar nicht weniger. Ein kleiner Bug hier, Anzeigefehler oder so. Man hört doch, das ist wirklich ein kräftiges, also wirklich ein kräftiges Fahrzeug. Und wenn man bedenkt, dass ich schon einige Treffer abbekommen habe und immer noch am Leben bin, kann man auch sagen, je nachdem, wo man getroffen wird, hält man noch eine ganze Weile aus, während andere wirklich die aus Papier sind. Den hier. Yep. Cromwell. Auf dem bin ich nicht. Man muss sich natürlich auch mal bewegen, das ist ganz klar. Ich glaube, hier oben werde ich irgendwann abgeschossen. Und der ist raus. Ich glaube, der schießt mich ab. Hätte auch einfach wegfahren können, wäre natürlich cleverer gewesen, aber der ist ja auch nicht ganz blöd. Hat natürlich auf der anderen Seite verschossen, dass ich jetzt echt. Ich habe zum Beispiel die KI gar nicht mitbekommen. Dabei wäre es so einfach gewesen, diese verkackte KI auszuschalten und dann den Kollegen hier. Das wäre gar kein Hit gewesen. Und dieses Permafeuern hier auf denen ist eigentlich auch vollkommen unsinnig. Ich reg mich gerade selber auf, dass ich dieses scheiß KI da nicht bemerke. Was haben wir hier denn alles? Oh ja, oh ja, hier, ihn hier. Den nehme ich noch, das weiß ich. Zack, raus. So, dann haben wir einen Stuck. Auch raus. So, das Ding ist echt bestialisch. Mit der ganzen Flakpanzer überhaupt hier, der auch richtig was abschießt.
Und er bleibt auch noch, wie sagt man so, kompetitiv? Kompetitiv? Also er bleibt noch, was wollte ich sagen? Man kann ihn also auch noch eine ganze Weile einsetzen, auch im höheren Stufenbereich, das habe ich auch schon gemacht. Also so Battle Rating 2 drüber geht natürlich auch noch. Natürlich nicht die ganze Zeit, also da kommen natürlich dann noch Panzer, die man nicht mehr so einfach zerstört. Das darf man natürlich nicht vergessen, aber es, also ungefähr die Hälfte der Gegner sind noch gut zu zerschießen. So, und irgendwann wird er natürlich auch obsolet, da kann man ihn nicht mehr großartig einsetzen. Na, jetzt nochmal weiter hier. Was macht der denn hier so? Ah ja, mit seinem Landschiff, das ist auch Wahnsinn. Ich habe hier als Klingon-Türk oder irgendwas gelesen. Oh, ich bin wieder drin. Mit dem Jagdpanzer. Stimmt, damit schieße ich glaube ich auch noch einen weg. Der erinnert mich auch an so eine Schildkröte. Echt Wahnsinn. Das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Schuss jetzt, wenn ich mich recht entsinne. Also einen nehme ich auf jeden Fall noch mit raus. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber nur, natürlich, dass die Erinnerung jetzt auch noch richtig ist, aber ich denke, das war so. Hm. Ja, höchstens eine Abschusshilfe, ja. 7 Abschusshilfen, das ist schon ziemlich krass, finde ich. 7 Abschusshilfen und am Ende noch mit den nehme ich auch noch raus, genau. Keiner wollte da cappen, weil der da oben steht. 7 Abschusshilfen, 8 Kills. Oh Gott, was ist das denn? Blub, 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 blub. Gute Nacht. Sieht man's? Wupp. Ja. Das war schon ziemlich cool. So, und mein letzter Kill noch. Zack! Und wir haben gewonnen. Da sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zocken. Hinterlasst ein Abo, würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Spiel Video. Also bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.